Moin Leute, Oberkommissar Paluten meldet sich zu einem weiteren wichtigen Arbeitstag bei der deutschen Autobahnpolizei. Leute, ich habe mittlerweile meinen SUV, also das Ding hier, komplett getuned. Der läuft jetzt um die 240 km/h. Nichtsdestotrotz brauchen wir weitere Erfahrungspunkte. Wir sind aktuell Rang 18. Das muss ich heute ändern, denn ich habe gehört, meine Kollegen haben Aufträge für mich. Unten auf der Karte sehen wir die beiden Ausrufezeichen. Ihre leuchtenden Haare sind weg. So, moin. Gibt's schon was Neues zu unseren Rasern? Es sind nicht unsere Raser. Doch. Euer Foto war schon ein guter Anhaltspunkt, in welchem Autobahnabschnitt die Raser unterwegs sind. Allerdings sind sie ganz bestimmt nicht nur dort. Deshalb wollen wir auf der Karte markieren, an welchen Orten besonders häufig getunte Autos gesichtet worden sind. Da steht ja nicht wirklich viel drauf. Fast and the Furious, um nicht zu sagen, gar nichts. Wir haben damit ja auch noch gar nicht angefangen. Aber wo ihr zwei gerade hier seid, Observierung. Wollt ihr euch nicht um die Observierung kümmern? Ja, mach ich. Annehmen. Ihr müsst abends unauffällig an verschiedenen Stellen der Autobahn nach getunten Fahrzeugen Ausschau halten. Die Orte, an denen die meisten auftauchen, markieren wir dann später auf der Karte. Das machen wir am besten in Zivil. Ziehen wir uns um und dann legen wir los. Oh ja, ziehen wir uns aus. So, ich ziehe mich mal kurz um, wollte ich natürlich sagen. Ja. Kennt ihr das? Das geht jetzt an die... Ich weiß nicht, ob ich darüber reden sollte. Ja, egal. ich sag nur, ein Reißverschluss ist gefährlich. Für den Mann. Da kann mal was stecken bleiben. Oh, meine Nase. Also so eingeklemmt werden. So, warte mal. Ich kann aber nebenbei noch gucken. Schließe einen mittelgroßen Unfall in der Tagesschicht ab. Darum sollten wir uns auch noch kümmern. Aber jetzt haben wir erstmal einen anderen wichtigen Auftrag. In unserem schönen BMW 3er. Vorsicht. Entschuldigung, es ist Geheimauftrag. Oh, schlimmer Stau hier. Ach, meine Nase, Alter. Die nervt mich. Ich weiß nicht, was da in letzter Zeit los ist. Die juckt. Vorsicht, Polizei im Einsatz. Zack. Aber warte mal. Es ist doch gar nicht Nacht. Haben die nicht eben gerade... Oh, noch irgendwas von Nacht gesagt? Ah ja, hier muss ich ran. Zack. Hier fangen wir mit unserer Observierung. Ah ja. Ich mache Fotos, du wertest sie aus. Und worauf soll ich achten? Auf abgeklebte oder demontierte Kennzeichen. Ja, Spoiler. Sticker. Oder auffällige Farben. Was man bei diesen Lichtverhältnissen ja so gut erkennen kann. Es ist Tag! Es ist nicht optimal, aber so fallen wir weniger auf. Apropos, das Spielbug so rum. Es müsste eigentlich Nacht sein. Also stelle ich jetzt das Warndreieck auf, oder was? Exakt. Also los, fangen wir an. Also, das ist eine geile Mission. Das feiere ich gut. Und das Schöne ist auch, warte mal, ich muss jetzt hier das Warndreieck einmal gönnen und platzieren. So, kehre zu deinem Partner zurück. Es ist auch geil, weil Nacht, dann ist es so dunkel. Wir können nichts sehen. Oh, jetzt macht er die Fotos. Oh ja. Oh, da sehe ich doch. Markiere auffällige Fahrzeuge. Ja. Hier ist alles clean. Clean. Ja. Ja, das Foto ist das Einzige. Das reicht noch nicht als Beweis. Wir müssen jetzt die anderen Orte überprüfen. Okay. Wohin sollen wir zuerst? Lass mal ins Industriegebiet. Weil ich weiß, bei uns... Das klingt doch gut. Gab's wirklich oft Straßenrennen im Industriegebiet. Kann ich das hier einfach so liegen lassen? Das Warndreieck? Ich fahr einfach los, ne? Ja, scheiß auf das Warndreieck. Wen juckt's? So, let's go. Auf jeden Fall wurden da öfter mal ein paar Straßenrennen durchgeführt. Weil da auch wenig Verkehr ist nachts. Weil es fährt ja sonst niemand nachts ins Industriegebiet. Aber ich hab noch nie ein Straßenrennen oder so gemacht. Also wirklich nicht. Autsch. Höchstens mal Forza Horizon. Aber ein paar YouTuber hatten ja schon Stress wegen angeblichen Straßenrennen. Ich weiß, dass iCrimax, der wurde einmal angehalten. Ich glaube, das war auch der Grund, warum er da Probleme hatte mit seinem Mercedes-Leasing. Und Fritz Meinecke wurde das, glaube ich, auch zur Last gelegt. Ich weiß aber auch nicht, was da letztlich draus wurde. Freizeitpark, ja geil. 4 Kilometer muss ich noch fahren. Ei, ei, ei. Es gibt auch irgendwie so eine Regelung, Straßenrennen mit sich selbst. Finde ich auch sehr interessant. Ab wann gilt denn irgendwas als Straßenrennen mit sich selbst? Weil, ich glaube, jeder hat zum Beispiel mal auf der Autobahn ordentlich durchgedrückt. Ist es dann auch schon ein Straßenrennen, wenn man irgendwie gucken wollte, okay, was schafft mein Auto? Also von 0 auf 100 oder von 100 auf 200? Wenn ich da wieder mit meinem Porsche längs baller. Porsche Cayman Restaurants. Nein, ich habe keinen Porsche. Noch nicht. Oh, also Porsche macht schon schöne Autos, muss ich sagen. Aber ja, aktuell
Paletto spart auf das Haus, denn das ist noch nicht abbezahlt. Und es kostet auch mehr, als ich anfangs dachte, weil die Preise halt alle so explodieren. LKWs kann man doch nie im Leben ein anständiges Rennen fahren. Die sind doch selbst um diese Zeit noch unterwegs. Das muss ja nichts heißen. Du weißt doch, wie wenig sich die Raser um andere scheren. Schauen wir uns einfach um. Okay. Ja, du machst doch jetzt wieder die aber was ist mit deinem Arm? Okay. Ja, ich packe hier wieder das Ding. Ihr müsst immer noch bedenken, eigentlich spielt man diese Mission in der Nacht, aber scheinbar ein Bug. Stimmt, die Fotos sind wahrscheinlich auch in der Nacht, ne? Ja. Junge, richtiger Fake. So. Ist da nicht das Kennzeichen? Ich sehe da kein Kennzeichen. Ah, warte mal. Nee, ich erkenne auf dem Bild kein Kennzeichen. Hier ist ein auffälliger Spoiler. Heckspoiler. Ja, das ist alles. Also, wie gesagt, ich erkenne halt auf dem Bild kein... Ich kann mich auch irren. Ah, irgendwas stimmt da noch nicht. Ich sehe mir das mal genauer an. Ja, sorry. Ups, dann habe ich wohl was Falsches gewählt. Hä? Entschuldige. Macht nichts. Vier Augen sehen mehr als zwei. Hm, das war wohl nichts. Irgendwo da war doch ein Heckspoiler. Ganz ruhig, wir waren noch nicht überall. Es gibt einen weiteren Ort, den wir überprüfen sollen. Hoffentlich taucht dort wirklich jemand auf. Sonst war die gesamte Aktion umsonst. Also ich bin mir gerade sicher, dass der eine einen krassen Heckspoiler hatte. Also jetzt, das war doch kein 0815 Heckspoiler. Entschuldigung, ich muss hier einmal... Oh, ja. Der ist aber kurz ein bisschen ausgewichen. So, nächstes Ziel. Aber das soll jetzt hier nicht abendliche Fotosession. Also das ist bis dato meine Lieblingsmission. So, ich stell das auf. Und weil es so schön war, machen wir das Gleiche direkt nochmal. Wir wollen ja gründlich sein. Außerdem müssen die Autos auch irgendwo auftauchen. Wieso nicht hier? Hoffentlich hast du recht. Sonst sind wir noch den ganzen Abend unterwegs. Jetzt mach mal schön deine Fotos. Guck, da, das ist doch ein... Da! Der hat doch da ein... Markiere die auffälligen Autos. Okay, der ist zu dem Zeitpunkt einfach abgebogen. Nee, das ist kein krasser. Oh ja, hier haben wir einen. Und hier auch. Den nicht. Aber das sind auf jeden Fall getunte Dinger. Ja, die haben wir jetzt. Jetzt haben wir sie. Dann schauen wir uns das mal an. Ja. Sehr gut. Ich hatte genau dieselben im Blick. Jetzt. Hier waren so viele, das muss der richtige Ort sein. Wir müssen sofort hinter denen her. Nicht so schnell. Was denn? Die sind nicht offiziell unterwegs, schon vergessen. Ist egal. Wenn wir jetzt einen Fehler machen... Ich mach keine Fehler. Offensichtlicher geht's doch nicht. Wir machen schon nichts falsch. Das ist eine ganz schlechte Idee. Sag mal. Wenn wir uns nicht an die Vorschriften halten, gefährden wir die gesamten Ermittlungen. Na gut. Dann eben alles nach den Regeln. Beenden wir das hier. Wir sollten ja, alles man haben, muss auch was mal, wir brauchen. Man muss auch mal außerhalb der Regeln spielen. Man muss auch mal einfach die Gun pullen. Und dann einfach mal... Natürlich nicht. Mit dir muss ich auch noch mal ein Wörtchen reden. Worüber denn? Ist dir klar, wie viele Warndreiecke wir heute verschwendet haben? Sonst sind wir doch diejenigen, die die Vergessenen aufsammeln. Oh, Mist. Die hätte ich wohl alle wieder mitnehmen müssen. Wäre besser gewesen. Das Spiel das gemerkt hat, das ist ganz geil. Also das feiere ich. Das ist so ein kleines Detail. Ah ja, da ist eins. Hier muss ich runter. So, kurz. Boah, Alter, dieser Bremsweg von diesem Auto. So, Leute, ich bin wieder da. Vorsicht. Oh. Kurz. Yep. Und zack. Ja, vielleicht leichtes Problem mit der... Warnweste bleibt an. Weil wichtig und richtig. So, hier. Ich habe Fotos für euch. Zack. Hey, da seid ihr wieder. Hey. Na, was habt ihr rausgefunden? Warum leuchten deine Haare wieder? Wie kannst du nur so wach sein? Ja, es ist das draußen liegt wohl daran, dass wir ihre Arbeit gemacht haben. War es denn wirklich so schlimm? Nö. Nein, war es nicht. Außerdem wollten wir ja helfen. Wir haben nur eine lange Schicht hinter uns. Habt ihr denn wenigstens etwas herausfinden können? Klar. Nur in einer der markierten Gegenden waren mehrere getunte Fahrzeuge unterwegs. Ich markier's euch auf der Karte. Die Fotos von dort packe ich euch in die Akte. Danke, ihr beiden. Ja, kein Problem. Jetzt können wir unsere Ermittlungen gezielter fortsetzen. Chillig. Oh, 1000? Den Tui nehme ich gerne. So, habt ihr noch was? War irgendwas los in letzter Zeit? Aktuell ist nicht wirklich was passiert. Dann komme ich wohl ein anderes. Okay. Ja doch, warte, ihr habt aber hier ein Ausrufezeichen. Was gibt's denn so Neues? Momentan nichts. Ist ziemlich ruhig zurzeit. Dann vielleicht beim nächsten Mal. Ich vertraue denen nicht. Irgendwas ist hier. Keine Sorge, ich bleibe wachsam. Ich bin immer da. Immer
Heather. Schließe eine mittelgroße Unfälle in der Tagesschicht ab. Unfälle. Mittelgroß. Ja, Start. Ja, die Uniform. Da fühle ich mich auch direkt schon krasser. Weil ich meine, so eine Polizeiuniform, muss ich schon sagen, die, wenn so ein Polizist auf mich zukommt, denke ich mir, obwohl ich habe immer ein schlechtes Gewissen. Ich denke mal, ich habe irgendwas gemacht, obwohl ich gar nichts gemacht habe. Das Schlimmste ist, wenn man Polizisten oder ein Polizeiauto auf, keine Ahnung, auf der Autobahn... Ja, ja, ich mach. Wagen 1 für Leitstelle. Wir übernehmen das. Oh, auf jeden Fall, wenn man die überholt und sich denkt, ey, ich fahre zwar einen Ticken zu schnell, aber deswegen nimmst du mich doch jetzt nicht fest. Oder so hier, oh, ja, okay, auf dem Münchner Ring zum Beispiel. Da ist manchmal auch, die fahren dann langsam und dann fährt man so ein bisschen... Leitstelle für Wagen 1. Inzwischen wissen wir, dass 3 Fahrzeuge in den Unfall verwickelt sind. Oh, verstanden. Weitere Infos? Nein, das war vorerst alles. Ja, ich mach's. Oh, oh, ein Flixbus! Scheiße, Unfall mit Flixbus. Ach Gott, oh Gott. So, als erstes sichere ich den Unfall. Man kennt mich. Erstmal hier, dann die Pylons. Das ist immer noch meine Lieblingsaufgabe. Vor allen Dingen, wenn ich davon jetzt 6 aufstellen muss, freue ich mich schon auf die Unfallskizze. Ja, sehr gut. So, dann mache ich die Fotos. Ja, sehr nice. Ja, okay. Nein. Der Firefly Trooper. Oh ja, der Flixbus. Ich bin aber... Oh, Alter. Den Flixbus hat es ganz gut erwischt, ne? Oh, da sehe ich aber was, was mir gar nicht gut gefällt. Warte mal, das sind wahrscheinlich... Na, was haben wir denn da? Das nehme ich mal als Beweisstück mit. Ja, ja, und das hier aber auch. Das Zeug ist ja nicht ohne. Wenn das jemand beim Fahren Intos und ein hatte. Handy. Na, oh, was haben wir denn da? Das nehme ich mal als Beweisstück mit. Das sieht jetzt gerade wirklich nicht gut aus. Und unter dem Auto... Ja, ist hier auch noch was. So. Unfallskizze. Ja, sehr gut. Und dann ist hier hinten, glaube ich, noch einer drauf. Ja, Wrackteil war irgendwie da drunter. Easy. Let's go. So. Guten Tag. Oh Gott. Können Sie mir schildern, was aus Ihrer Sicht geschehen ist? Ja. Hallo? Nein. Nein. Bitte rede mit mir. Hallo? Nein. Das darf jetzt nicht ab... Oh ja, bitte weiter. Scheiße, sie redet nicht. Bitte rede mit mir, Mr. Ekliges Ding. Bitte, ich muss hier einen Unfall fertig machen. Nein, es ist verbuggt. Ich kann gucken, Hauptmenü. Oh Mist, ey. Das ist wirklich schade. Ich hätte nämlich gerne gewusst, ob der Flixbusfahrer einen Lüden getrunken hat. Aber gut, das Spiel hat nun mal noch ein paar Kinderkrankheiten. Ja, ich werde jetzt einfach hier, zack... Das kaufen wir, dann sind wir Rang 19. Gebe 2 Fahrern in einer Verkehrskontrolle ein Bußgeld. Da machen wir jetzt schön Verkehrskontrollen. Und derweil holen wir uns Donuts. So, ich werde jetzt direkt meinen Spinnensinn aktivieren. Hier haben wir jemanden. Fahrzeug anhalten. Ja. So. Nee, wir sind nicht da. So, guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Wie kann ich behilflich sein? Ich habe Sie für eine Kontrolle angehalten. Gib mal deine Dokumente. Ich würde gerne Ihren Führerschein und die Fahrzeugpapiere sehen. Oh, jetzt ist hier was rausgefallen. So. Bild ist auch okay. Sieht alles in Ordnung aus. So, ich muss jetzt hier aber mal Ihr Fahrzeug untersuchen. Ich werde Ihr Fahrzeug und den Kofferraum kontrollieren. Bitte warten Sie einen Moment. So, Profiltiefe. Oh, aha. Profiltiefe unzureichend. Was ist das denn hier? Sind das Schnüffelstoffe? Guck mal hier, Müll. Was hast du da drin? Eine Leiche? Hier ist aber Grund genug für einen Alkoholtest. Und das hier fehlt auch noch. Alter, der hat viel Dreck am Stecken. Dann hier nochmal. Eieieiei. Ich muss ihm da wirklich sagen, da wird's jetzt hier... Vielen Dank für Ihre Geduld. So, einmal Alkoholtest. Sind Sie mit einem Atemalkoholtest einverstanden? Nicht wirklich. Muss das sein? Ja, klare Ansage. Wenn Sie Ärger vermeiden und uns allen Zeit sparen wollen, dann stimmen Sie diesem Test jetzt zu. Schon gut, dann machen wir es halt. Junge, der hat bestimmt gesoffen. Der hat sich richtig einen Lüden gegönnt. Der Fahrer hat getrunken, der Wert liegt jedoch unter der... Okay. Sie haben offensichtlich etwas getrunken, sind aber noch unter 0,5 Promille. Das ist zwar nicht verboten, aber dennoch gefährlich. Bußgeld. Für die Verstöße bekommen Sie ein Bußgeld. Bußgeld. Perfekt. Alter, alles richtig gemacht. So, jetzt gucken wir mal. Ja, 1 von 2. Geiles Ding. Guck mal, so langsam kommen wir richtig rein. Oh ja, die Feuerwehr. Da bleiben wir mal dran. Auch die... Oh, sorry. Oh, nee, aber hier vorne. Hat die Feuerwehr nochmal Glück gehabt. So, kommen Sie mal her.
Wir müssen jetzt hier, fahren Sie mal Stopp. Ja, 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 du musst hier. Oh, oh. Oh. Easy. Geiler Ladescreen wieder, schön der Beach. Erstmal Dokumente. Ihre Papiere. So. Herr Vogel. No. Oh, was denn? Achso, ja, erstmal hier. Ja, Name. Ah, ja, warte, warte, hier, hier. Name ist auch richtig. Gesicht stimmt auch überein. So, sieht er hat natürlich rote Augen da. So, dann mach jetzt mal Kofferraum auf. Ne Banane. Ei. Okay, aber irgendwas ist bei ihm los. Also das Ding hat ja nicht ohne Grund ausgeschlagen. Was ist denn jetzt falsch? Keine Mängel festgestellt. Ich weiß nicht, was falsch sein soll. So, da bin ich wieder. Wir sind fast fertig. Warte mal. Aber Alkohol ist es nicht. Da muss es ja Drogen sein. Haben Sie Drogen oder andere Rauschmittel konsumiert? Nein, so ein Unsinn. Seine Augen wibbeln schon so ein bisschen. Aber es ist Kriterien 3 von 3. Nee, der ist clean. Also seine Augen, ja, Nase, er schmatzt auch nicht. Nervöse Kopfbewegung. Ich sag, er ist clean. In Ordnung, das glaube ich Ihnen. Dann Alkohol. Sind Sie mit einem Atemalkoholtest einverstanden? Natürlich, kein Problem. Weil er hatte da hinten, hatte er schon so eine Weinkiste. Oha, der Fahrer hat getrunken und muss zur Polizeistation gebracht werden. Sie sind knapp über dem erlaubten Wert. Ei, das ei, will ich mir notieren. Kontrolle beenden. Du bist nicht fahrtüchtig. Sie sind knapp über dem erlaubten Wert. Das werde ich mir notieren. Wie notieren? Du musst ihn mitnehmen. Sie lassen können. 30 von 350? Wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss hätte eine Verhaftung vorgelegt. Hey, das habe ich doch gemacht. Die Verhaftung wurde unberechtigterweise vorgenommen, da keine Beweise Wollt ihr mich verarschen? Hä? Junge, er hat gesoffen! Sag mal, das verstehe ich nicht. Was habe ich denn jetzt falsch gemacht? So, kommst jetzt trotzdem weg. Und wieder mal hat das Verbrechen keine Chance. Wen nehmen wir denn dieses Mal? Vielleicht mal so ein LKW. Ist hier, warte mal, ich warte mal ab. Hat der hier vielleicht Dreck am Stecken? Weil ein LKW haben wir noch nie kontrolliert. Oh ja, der hat auch Dreck am Stecken. Geiles Ding. Fahrzeug anhalten. Polizei! Bleiben Sie stehen. Verbrechen lohnt sich nicht. Hallo. Guten Tag. Oh. Wieso haben Sie mich angehalten? Ich habe Sie für eine Kontrolle angehalten. Ja, allgemeine Fahrtüchtigkeitskontrolle. Ich würde gerne Ihre Führerschein und die Fahrzeugpapiere sehen. Zeigen Sie doch mal her. Ja, hier haben wir aber ein ganz großes Problem. Also der Name stimmt schon. Aber hier ist doch was mit dem Gesicht. Also das ist ja Fahrerkarte stimmt, aber... Also, dann brauche ich noch einen Nachweis zu Ihren Lenk- und Ruhezeiten. Ey, vor allen Dingen muss ich die doch mitnehmen, Mann. Dafür gibt's wieder kein Bußgeld. Fahrzeiten auch noch überschritten. Alter Schwede. Es sieht aus, als wären Sie nicht dieselbe Person wie auf dem Ausweisbild. Da muss ich etwas Falsches eingesteckt haben. Ja, ja. Dennoch muss ich Sie zur Wache für eine genauere Befragung. Nein, Bußgeld! Bußgeld! Sie werden von meinem Anwalt hören. Ja, was willst du denn mit deinem Anwalt? Ja, alles perfekt gemacht. Aber trotzdem krieg... Ja, okay. Jetzt verhafte ich die arme Oma. Oma sitzt heute oben, Alter. Junge, davon muss ich ein Foto machen. Sag mal, Oma! Das ist doch gefährlich! Sie kennen einfach kein Limit. Oma, du musst jetzt nach runter kommen! Ne, ich gebe jetzt einfach Gas, Oma. Was soll ich machen? Das ist dein Problem, wenn du jetzt gleich runterfällst. Warte mal, wenn ich mich jetzt teleportiere... Sie ist immer noch da. Mann, Alter. So, bitte. Ast rein. Sehr gut. So, komm, Junge. Ich will nur ein Bußgeld vergeben. Stattdessen sperre ich die Leute reihenweise in den Knast. Spinnensinn? Okay, so, der hier. Wenn du jetzt auch gesoffen hast, ich schieß dir... Ich gebe dir nur ein Bußgeld. Ist mir egal. Ah, nee, das steht richtigerweise. Bitte. Ey, Leute, drückt bitte die Daumen. Hallo. Hallo. Guten Tag. Wie kann ich behilflich sein? Ich habe Sie für eine Kontrolle angehalten. Ja, ja, ja. Dokumente. Bitte zeigen Sie mir Ihre Papiere. Okay. Oh nein. Alexander, Mann. Jetzt hör doch auf. Jetzt, da muss ich dich... Alexander, was soll denn die Scheiße, Mann? Ja, ich muss dich jetzt schon wieder mitnehmen. Bußgeld. Ich muss ein Bußgeld verhängen. Bitte. Ein Bußgeld wurde richtiger... Was? Falsche Führerscheinklasse. Junge, du fährst ein Auto, was du nicht fahren darfst. Als ob. Ich hab's einfach abgeschlossen. Verstehe ich nicht ganz. Aber ist in Ordnung. Ich bin auch kein richtiger Polizist. Ja, ich weiß. Kaum zu glauben. So, warte mal. Wie viele Erfahrungspunkte? Ich brauche 2000, weil die Donuts... Das ist einfach eine unfassbar dämliche Aufgabe.
Genau, uns fehlt auch kaum noch was. Dann mache ich nämlich jetzt easy going. Schnell doch mal hier Fahrsicherheitstraining. Und dann habe ich auch Level 20. Da muss ich, glaube ich, auch nur so 2 Rennen fahren. Und dann haben wir es auch. Oh, Alter, was ist denn? Nein, ach komm. Okay. Oh ja, oh ja. Und rein, rein, rein. Jawohl, 550. Serpentin, wenige Hindernisse. Und go. Okay, wenn ich das jetzt nur ansatzweise schaffe, dann haben wir gewonnen. Ja, wo ist denn bitte... Boah, er ist heu. Was war das denn gerade? Ja. Ja, rein, 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 rein. Ich hab's. Und dann haben wir Rang 20. Donuts. Jawoll. Oh, beende erfolgreich den Einsatz. Überfall. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen kleinen Like da. Hier ist jetzt noch der Team Paluten-Kanal. Wenn ihr Bock habt auf weitere Videos, klickt drauf. Schaut auch gerne auf paluten.shop für Mini-Paluten. Und ansonsten bedanke ich mich. Habt noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.